Hallo und herzlich willkommen auf Epic Enforce Tech 2024. Wir sind bei U of Pro. Natürlich darf U of Pro auf der Enforce Tech 2024 nicht fehlen, aber denkt bitte auch daran, einmal rüber auf den Kanal der Enforce Tech zu gehen. Enforce Tech TV betreuen wir dieses Jahr auch. Da gibt es noch viele, viele andere Videos, unter anderem auch hier von der Mela-Gruppe. Lindnerhof ist zwar wahrscheinlich noch nicht online, wenn ihr dieses Video seht, aber er wird dann auf jeden Fall sehr zeitnah kommen. Bei U of Pro gibt es 4 Neuheiten, haben sie auch schon auf ihrem Instagram-Kanal angekündigt. Wir wollen sie euch einmal nicht vorenthalten und kurz über die Details gehen. Wir haben einmal hier die Ranger Shorts neu für den Frühling 2024. Es gab früher ja die P40 Shorts. Einige haben bemängelt, dass die Shorts zu lang ist. Die anderen fanden das super, gerade wenn man hier sie zum Schießen nutzt, vielleicht sich abknien muss, ist das toll. Aber wenn man wirklich eine Hose haben will für warmes Wetter, ist natürlich je weniger Bein, desto besser. Das heißt, man hat hier die Knie exponiert, sind frei. Man hat hier die Hose aus 100% Polyamid gemacht, einfach damit sie auch sehr schnell trocknet. Also durchaus auch als Badehose nutzbar. Beim Hüftsystem ist man hierher gegangen und hat Teile der Striker X Gen 2 verwendet. Das heißt, wir haben hier Schöller Stretch im oberen Bereich durchgängig, im hinteren Bereich auch wieder die Verstärkung, die man kennt von U of Pro. Und die Hose ist vorbereitet, um eben auch das Flexbelt-System nutzen zu können. Das zeige ich euch gleich hier dann an der nächsten Hose. Ist quasi für alle 3 Hosen, die wir jetzt vorstellen, dasselbe. Man kann, wenn man möchte, optional den halben Gürtel, der auch bei der Striker X Gen 2 verbaut worden ist, kann man hier auch entsprechend nutzen. Ansonsten vom Taschendesign her auch möglichst runtergetrimmt, also möglichst kompakt gemacht, um das Ganze leicht und atmungsaktiv und schnell trocknen zu machen. Das heißt, ihr habt normale Hosentaschen, sehr schlanke Oberschenkeltaschen. Hier im Rückenbereich oder beziehungsweise im Gesäßbereich nochmal seitlich Einschübe für Magazine. Und auf der anderen Seite hier nochmal eine versteckte Tasche oberhalb der Hosentasche, die man auch nochmal nutzen kann, falls man das denn gerne möchte. Als nächstes haben wir hier die P40 Urban Gen 2 Pant. Die Urban Pant war ja auch ein großer Erfolg. Auch hier hat man jetzt gesagt, wir wollen das Ganze ein bisschen vereinheitlichen und haben die Generation 2 rausgebracht. Die wesentlichen Änderungsmerkmale sind hier auch wieder der überarbeitete Hüftbereich, wie eben schon bei der Shorts zu sehen, mit dem Schöller Stretch Material, mit dem vergrößerten Bereich auf der Rückseite und eben auch hier mit dem System, mit dem Flex Belt System von U of Pro, das man hier einsetzen kann. Für alle, die das nicht kennen, ist ein zweiteiliges System, was vorne dann auch mit einer Gürtelschnalle versehen ist. Das kann hier einfach eingeschoben werden. Am besten faltet man es einmal ein. Dann kriegt man es leichter durch mit dem Klett. Und dann wird das Ganze hier hinten einfach festgehakt, wenn ich das durchgezogen habe. Das Plastikstück hier am hinteren Ende wird dann hier so weit eingeschoben, dass es nicht mehr sichtbar ist. Der Gürtel ist fest. Dann kann ich den hier dann noch durch die Gürtelschlaufen führen und dann entsprechend hier mit der Schnalle verbinden. Und wie das bei U of Pro üblich ist, habe ich hier auch die Möglichkeit, dann das Ganze sauber unter den Gürtelschlaufen zu verbergen. Ansonsten auch hier nochmal Überarbeitung des Schöller Stretch Materials. Das heißt, hier hat man noch eine leichtere Variante genommen, das Ganze eben auch noch ein bisschen weiter runtergezogen. Das heißt, es ist nicht nur eine Urban Hose, sondern eben auch was, wo man gut und gerne mal auf die Schießbahn gehen kann. Auch dafür natürlich alles vorbereitet. Verstärkte Bereiche, wo es notwendig ist, verstärkte Kniebereiche und eben auch die Möglichkeit gegeben, nochmal Kneepads einzusetzen von der Innenseite, um eben auch da das Ganze möglichst komfortabel zu gestalten. Viele Einheiten haben gesagt, die P40 ist zwar eine super Hose auch für den Schießstand, aber manchmal wollen wir einfach nicht so taktisch aussehen und haben nach einer Jeans gefragt. Und U of Pro hat gesagt, warum nicht, versuchen wir es mal mit einer Jeans. Und die ist im Endeffekt genauso vom Aufbau her wie die P40 auch. Das heißt, dieselben Features, die ihr hier bei der Hose habt, nur eben, dass natürlich hier kein Schöller Stretch verbaut worden ist, sondern man hat dann hier ein elastisches Denim genommen, was den Flex bringt, den auch hier das Schöller Stretch Material bringt. Und das Ganze im Gürtelsystem nennt sich dann eben auch nicht Waist Flex System, sondern Blue Flex. Aber auch von der Taschenausstattung seht ihr hier, da ist man sich treu geblieben und hat das Ganze eben so aufgebaut, damit man Wiedererkennungswert hat und hat im Ganzen auch noch Kneepads verpasst, um auch dort im Kniebereich entsprechend arbeiten zu können. Jetzt holen wir uns den Flo nochmal dazu. Flo, komm rein. Hallo Martin.
grüß dich. Der Flo ist hier unser guter Helfer. Komm mal noch hier hoch auf die Stufe. Natürlich. So, wir haben hier eine neue Jacke von Youth Pro. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Hast du den Namen gerade für mich? Auch nicht? What's the name of the jacket again, please? Storm Chaser. Ja, es ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber das ist Messe, das ist Messe, das ist Messe. So, die Storm Chaser Jacke von UF Pro ist eine Windjacke, die einfach nochmal zu den zusätzlichen Jacken, die es schon gibt, wie die Softshell Jacken und die Hardshell Jacken, eine Ergänzung sein soll. Typische Windjacke, aber bei UF Pro macht man eben nicht irgendwas nach, was die anderen machen, sondern überdenkt das Ganze. Es gibt viele Ansätze bei Windjacken. Die einen sagen, okay, eine Windjacke soll den Wind leicht abhalten, aber eben auch noch atmungsaktiv sein. Die anderen sagen, eine Windjacke muss einfach 100% dicht sein. UF Pro ist so eher den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, wir wollen das so dicht wie möglich haben. Das heißt hier, die Poren vom Material sind geschlossen durch so ein Schmelzverfahren auf der Außenseite. Bedeutet, die Jacke ist 100% winddicht. Da hat man auch hier den Fokus drauf gelegt bei der Flappe hier. Das heißt, man hat sie einmal auf der Innenseite unterlegt und auch auf der Außenseite. Hochschließender Kragen inklusive Kapuze mit einem Schirm. Da sagen wir gleich noch was zu. Zwei Taschen rechts und links. Und hat dann den ganzen auch noch hier elastische Bündchen verpasst, um eben halt auch im Handbereich einfach einsteigen zu können und mit Handschuhen arbeiten zu können. Beim System hier für die Kapuze hat man auch extrem viel Wert drauf gelegt, das Ganze so zu designen, dass man möglichst wenige Handgriffe hat und eine maximale Einstellung und trotzdem noch den Wetterschutz. Denn hier hat man nicht nur den Windschutz, sondern man hat hier auch einen leichten Regen, der ohne weiteres abgedeckt werden kann. Natürlich muss man dazu sagen, die Nähte sind nicht getaped, das ist eine Windjacke. Das heißt, ein Starkregen hält sie nicht aus, aber sie wird deutlich mehr Regen aushalten als Windjacken von anderen Herstellern, die eben auch von der Atmungsaktivität ein bisschen arbeiten. Das heißt, es hängt wirklich von euch ab, was ihr da wollt. Aber zurück zur Kapuze. Wir haben hier ein verstecktes Zugsystem. Das heißt, der Kordelstopper ist hier eingearbeitet und ihr habt hier unten dann das Pull-Tab. Das heißt, ihr braucht hier einfach nur ziehen, um das Ganze zusammenzuziehen. Ich hoffe, ich tue dir nicht weh, Flo. Alles gut. Ziehen wir das hier einfach zusammen. Und ihr seht schon, es wird nicht der obere Rand zusammengezogen, sondern es wird hier wirklich um das Gesicht herum das Ganze zusammengezogen. Und dadurch bleibt der Schirm natürlich dann schön stehen. Und man hat dann auch, wenn es ein bisschen regnet, hier den entsprechenden Schutz. Bitte einmal drehen. Und das Ganze ist auch so verbunden, dass es quasi zwei elastische Kordeln sind, die über einen Stopper reguliert werden, um hier eben dann auch auf der Rückseite keinen zusätzlichen Kordelstopper zu benötigen und das Ganze sich dann zusammenziehen. Bitte einmal wieder zurück. Zum Lösen, ich hoffe, ich kriege das jetzt auf die Schnelle so hin, drückt man hier einfach den Kordelstopper zusammen. Ich denke, den muss man einfach nur richtig finden und dann geht das auch. Du kannst es gerne schon mal auf der anderen Seite probieren, Flo. Einfach zusammendrücken, dann zieht man das hier wieder auseinander. Wenn man das erste Mal macht, ist es ein bisschen fummelig, gell? Aber ja, jetzt es geht, jetzt ist locker. Okay. Ja, das ist die Storm Chaser von UF Pro. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Windjacken kann man nie genug haben. Vor allem halt leicht, packbar und extrem kompakt. Auf jeden Fall. Check. Ja, das war's von UF Pro von der Enforce Tech 2024. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wird es, wie gesagt, teilweise im Frühjahr geben. Ein paar Sachen werden wahrscheinlich ein bisschen später kommen. Das werden wir dann noch sehen. Ansonsten sind wir raus und schauen mal, was es noch so auf der Enforce Tech zu sehen gibt. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye-bye. For support, also subscribe Enforce Tech TV. We'll be right back.